Hallo und willkommen bei Draufsicht, was steht in deiner Macht? Heute zum Thema politische Partizipation. Unter politischer Partizipation versteht man die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Entscheidungsprozessen. Neben den klassischen Formen wie der Teilnahme an Wahlen oder der Mitarbeit in Parteien umfasst das Repertoire der politischen Partizipation auch noch andere Formen. Wir haben uns dazu in Berlin umgehört. Weites Repertoire von politischen Mitteln der Auseinandersetzung, der eine Rolle spielt. Haben wir auch Flashmobs organisiert und ja, Kulturabend, Konzert organisiert. Das ist so, dass man ja die Stimme äußern kann und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. Da haben wir eine alternative Gedenkveranstaltung organisiert. Also, na, diese Quartiersfonds, also du hast immer irgendwie ein bestimmtes Budget für ein ganzes Jahr irgendwie, dass man eben selber Aktivitäten machen kann und seinen eigenen Kiez bzw. die Stadt gestalten kann. Wir können natürlich Petitionen und Eingaben machen. Demonstrieren. Dass Protest auch eine Möglichkeit ist, quasi eine Selbstwirksamkeit zu erleben, zu sehen, ich kann mich beteiligen, ich kann etwas erreichen, ich kann mich mit anderen kollektiv organisieren. Dass wir in Berlin pro Jahr ca. 4000 solcher kleinen Proteste haben. Und das ist doch eine ziemlich große Anzahl, die, finde ich, auch die Politik sehr viel mehr berücksichtigen musste. Es ist eine Möglichkeit und eine ganz zentrale Möglichkeit, Gesellschaft zu verändern. Demonstrationen, Bürgerpetitionen und Flashmobs. Die Demokratie, die Herrschaft des Volkes, lebt von all diesen Formen der politischen Teilhabe. Eine weit verbreitete Möglichkeit der politischen Partizipation ist die Demonstration. Gerade in den letzten Jahren hat sie wieder an Zulauf gewonnen. In Deutschland ist das Demonstrationsrecht ein Grundrecht. Oftmals werden Demonstrationen als politisches Druckmittel benutzt. Doch was bringen Demonstrationen eigentlich? Wir haben uns zu dieser Beteiligungsform in Berlin umgehört und Wissenschaftler und Demonstranten dazu befragt. Die Demonstration ist ein altbewährtes politisches Druckmittel. Viele soziale Bewegungen und Veränderungen wären ohne sie kaum denkbar gewesen. Allein im Jahr 2011 hat es in der Hauptstadt laut Polizeibericht 3802 Demonstrationen gegeben. Wir haben uns bei verschiedenen Demos in Berlin umgehört und gefragt, was die Teilnehmenden antreibt. Demonstrationen sind auch Teil dieses Kampfes, womit man auch nochmal ganz lautstark auf die Straße gehen kann, öffentlich auftreten kann und wo man auch viele tausende Leute mitnehmen kann. Solche Demonstrationen, wie wir heute machen, ist eine Form, unsere Wut, unsere Trauer zu zeigen. Die Beweggründe, um auf die Straße zu gehen, sind vielfältig. Das Institut für Protest- und Bewegungsforschung an der TU Berlin befasst sich unter anderem mit kollektiven Protesten als Form der politischen Partizipation. Wir haben mit den Wissenschaftlern Heike Walk und Peter Ulrich gesprochen. Also man kann natürlich sagen, einerseits sind es sehr engagierte Leute, die ihre Meinung auch nach außen tragen wollen und einfach nach mehr Unterstützung, mehr Anhängern suchen. Und dann gibt es aber natürlich auch diese Motivation der Wut. Ne? Deshalb wurde mit Stuttgart 21 auch dieser neue Begriff geprägt, der Wutbürger. Also Leute gehen auf die Straße dann, wenn sie glauben, dass sie die Situation einfach nicht mehr aushalten und ihrer Wut Luft machen wollen. In den letzten 2 Jahren scheint die Demo ein regelrechtes Comeback erlebt zu haben. Von Stuttgart 21 über Anti-ACTA und Anti-GEMA bis hin zur weltweiten Occupy-Bewegung. Es scheint, als zöge es wieder mehr Menschen auf die Straße. Also es gibt generell ein kontinuierlich hohes Aufkommen an Protesten über die Geschichte der Bundesrepublik hinweg. Aber es ist trotzdem sicherlich kaum zu bestreiten, dass in den letzten Jahren es eine große Welle von Protesten gab. Aber was bringen diese Proteste eigentlich? Können Demonstrationen überhaupt die Politik beeinflussen? Der Erfolg von sozialen Bewegungen und Protesten liegt nicht nur darin, dass das konkrete Ziel, wenn es überhaupt ein ganz konkretes Ziel gibt, eins zu eins umgesetzt wird. Erfolg liegt auch darin, dass beispielsweise eine Öffentlichkeit geschaffen wird, dass das Meinungsspektrum sich beispielsweise ändert, beeinflusst wird. Erfolg liegt auch darin, dass Menschen möglicherweise im Protest erleben, dass sie eine politische Handlungsfähigkeit haben, die sie vielleicht vorher nicht hatten. Also viele
Also gerade aktuell zumindest ist eine große Motivation, an Protesten teilzunehmen, eine unglaubliche Unzufriedenheit mit den äußerst begrenzten Möglichkeiten des demokratischen Systems, was mit dem Schlagwort Postdemokratie häufig behandelt wird. Wir haben ja auch in Deutschland eben mit 89 auch ein sehr eindrucksvolles Beispiel, was möglich ist, wenn Leute friedlich demonstrieren. Ist es also wichtig und richtig, für seine Rechte auf die Straße zu gehen und für seine Meinung einzustehen? Ich denke schon, dass das was bringt, Aufmerksamkeit zu erregen, auf jeden Fall. Ja. Die Bürger sollten sich schon bewegen und sich bemerkbar machen. Ja. Ah, natürlich, wenn wir sagen, dass wir in einem demokratischen Land leben, dann ist es natürlich eine der geeignetsten Formen zu protestieren und eigene Meinung zu äußern. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass wir als Leute, die hier überhaupt in Deutschland leben, einfach unsere Meinung halt so äußern. Natürlich, also wie sonst können einzelne Bürgerinnen und Bürger quasi zur politischen Gestaltung beitragen, um auch vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, was sind die Themen, wo haben wir eine breite Unterstützung in der Bevölkerung, dafür ist Protest ganz wichtig und das quasi einstehen und das Zeigen von bestimmten Meinungen ist der erste Schritt, um Politik auch einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, was läuft hier eigentlich schief und wo müssen bestimmte Themen nochmal neu diskutiert werden. Demonstrationen tragen zu medialer Präsenz, der Mobilisierung für ein Thema und vielleicht sogar zu einem gesellschaftlichen Wandel bei. Gerade für soziale Bewegungen sind sie eine wichtige Aktionsform. Weitere Informationen findet ihr wie immer unter www.draufsicht.org. Neben aktiven Demonstrationen gibt es auch andere Beteiligungsformen, zum Beispiel die des Bürgerhaushalts. Die Idee des Bürgerhaushalts wurde in Neuseeland und Brasilien geboren, hat sich mittlerweile aber auch in Europa durchgesetzt. Die Grundlage für einen Bürgerhaushalt stellt die Beteiligung der Bürger an den Investitionsentscheidungen ihres Bezirks dar. Auch einige Berliner Bezirke arbeiten mit einem solchen Bürgerhaushalt. Wo genau, wie es funktioniert und wer überhaupt daran teilhaben darf, das zeigt der nächste Beitrag. Den Bürgerhaushalt gibt es in Lichtenberg bereits seit 2006. Etwa 3.500 Bürger beteiligen sich regelmäßig am Bürgerhaushalt des Ostberliner Stadtbezirks. Zum aktuellen Stand und den Entwicklungen des Bürgerhaushalts in Lichtenberg haben wir den Bezirksbürgermeister Andreas Geisel befragt. Also Bürgerhaushalte gibt es eine ganze Menge in Deutschland. Lichtenberg, Berlin-Lichtenberg ist das Beispiel für einen Bürgerhaushalt in einer tatsächlichen Großstadt. Lichtenberg hat 260.000 Einwohner und wir stellen die gesamte Bandbreite unseres Budgets, das sind im Jahr etwa 670 Millionen Euro, allen Bürgerinnen und Bürgern zur Diskussion, die entweder in Lichtenberg wohnen oder in Lichtenberg arbeiten. Die Idee war, wie gewinnen wir Menschen für Politik, für Demokratie, für Beteiligung. Die Wahlbeteiligung geht zurück, das Engagement von Menschen für die Demokratie geht zurück. Das kann man sich viel darüber beklagen, aber wie ändert man es konkret? Und unser Ansatz ist, die Beteiligungsmöglichkeiten zu erhöhen und zu sagen, macht doch einfach mit. Gestaltet mit, überlasst es eben nicht nur den Leuten im Rathaus, sich Gedanken darüber zu machen, sondern die Bürgerinnen und Bürger kennen die Situation vor Ort, vor ihrer Haustür, ja am allerbesten und wir räumen ihnen die Mitgestaltungsmöglichkeiten ein. Seit der Einführung des Bürgerhaushalts hat eine Reihe von Bürgervorschlägen ihre Umsetzung gefunden. Etwa die Verbesserung der Wege im Fanpoolpark oder die Kennzeichnung der 20 Skulpturen, die im Park verteilt sind. Doch was muss man eigentlich machen, um beim Bürgerhaushalt dabei sein zu können? Und wie läuft der Entscheidungsprozess ab? Der Zugang ist völlig niedrigschwellig. Entweder im Internet auf unserer Website gehen, bürgerhaushalt-lichtenberg.de oder in Veranstaltungen vor Ort einfach Vorschläge einbringen. Die Idee ist in der Tat, dass jeder Mensch, der sich engagieren möchte oder ein Problem sieht, über diesen Bürgerhaushalt Vorschläge einbringen kann, was finanziert werden soll, aber auch Vorschläge einbringen soll, wo wir Geld sparen können. Diese Vorschläge werden unter den Beteiligten diskutiert und dann gibt es sogenannte Votierungstage. Da kann man überall in Lichtenberg an diesem Tag
seine Stimme abgeben für einzelne Vorschläge. Und die Vorschläge, die dort eine deutliche Mehrheit finden, werden der Bezirksverordnetenversammlung übergeben. Die beschließt ja schließlich über den Haushalt. Und unsere Bezirksverordnetenversammlung diskutiert dann jeden einzelnen Vorschlag und nimmt den in den Haushalt auf oder nicht. Wobei die BVV sich natürlich bemüht, die Bürgervorschläge umzusetzen. Für die Verbesserung und Erneuerung der Volkshochschule sind zahlreiche Vorschläge eingereicht worden. Eine Mehrheit fanden die Erneuerung des Daches und der Turmuhr, ein behindertengerechter Zugang sowie die Einrichtung eines kleinen Raums für Bewegung, Tanz und Gymnastik. Was verändert sich neben praktischen Verbesserungen im demokratischen Ablauf durch den Bürgerhaushalt? Damit wird die Zielgenauigkeit unserer Entscheidungen wesentlich erhöht und die Akzeptanz von politischer Entscheidung, die Akzeptanz von Demokratie wächst. Und deswegen kann man sagen, ja, es ist ein erhöhter Verwaltungsaufwand, aber unterm Strich, es ist ein unbedingt lohnendes Projekt. Durch die Bürgerbeteiligung entstand auch die Verschönerung der Uhr am Anton-Sewko-Platz, die jetzt mit Bildern der Partnerstadt aus Litauen geschmückt ist. In eben dieser Bürgerbeteiligung sieht der Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung Rainer Bosse den größten Vorteil. Das Wichtige am Bürgerhaushalt ist, dass er eine konkrete Form der Bürgerbeteiligung ist und nicht nur so dahingesprochen, sondern dass Bürger diese Gelegenheit wahrnehmen, am Ende auch feststellen, meine Vorschläge werden diskutiert, meine Vorschläge werden akzeptiert, auch wenn das nicht für 100% aller Vorschläge gilt. Ganz egal, wie euer Vorschlag aussehen würde, eine Beteiligung am Bürgerhaushalt lohnt sich. Demokratie besteht nicht nur darin, die Geschicke an irgendjemanden oder die Entscheidungen an irgendjemanden auszulagern und alle 4 oder 5 Jahre bei einer Wahl mal nachzufragen, sondern lebendige Demokratie heißt auch, dass sich Bürger zwischen den Wahlen für ihre Interessen einsetzen. Und der Bürgerhaushalt ist ein Instrument dafür, seine Interessen unmittelbar wahrzunehmen. Und das ist einfach eine Chance. Der Bürgerhaushalt ist eine der erfolgreichsten Partizipationsformen der letzten 15 Jahre. Das war die heutige Ausgabe von Draufsicht. Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema politische Partizipation. Wir sehen uns wieder in der nächsten Sendung, wenn ihr wollt. Bis dahin.